Zeig, was du drauf hast. Ein herzliches Hallo zu unserer Aktion Saarlandzeig, was du drauf hast. Am lustigen Montag, das hier ist der Alex. Alex. Hallo, guten Morgen. Sie sind unser Kandidat heute. Was dürfen Sie heute machen? Ich darf mich heute als Huhn verkleiden und 100 Eier sammeln gehen. Und dann? Diese im Hühnerfeld verteilen. Das hier ist Elvira Lamberti. Sie hat ein Hühnerkostüm. Warum haben Sie ein Hühnerkostüm? Weil ich Hühnerbein genannt werde, schon seit vielen Jahren durch meine Enkeltochter Melanie, die nur meine Beine gesehen hat im Hühnerstall. Und deshalb habe ich gedacht, Fasching muss das mal her. Und dann habe ich das Hühnerbein, das einzige im Dorf gemacht und ich war die Schönste. Und das stellen Sie unserem Alex heute zur Verfügung für die Aktion? Ja, sehr gern sogar, weil ich für jeden Spaß zu haben bin, denn ich kann mich vorstellen, er wird Spaß haben. Super, dann gucken wir uns mal an, wie der Alex in dem Hühnerkostüm von der Elvira aussieht. Kling, kling, hier kommt der Eiermann. Kling, kling, alle die Eier ran. Lala, Text vergessen. Das sind 6 saftige Eier. Von wem sind die denn? Von Ihnen? Sie sind die? Frau Kirsch. Die Frau Kirsch. Zwischenau 19. Zwischenau 19 in Dörsdorf. Wenn Sie mal Eier brauchen, die Frau Kirsch hat welche. Nee, danke schön. In Dörsdorf ist was los. Ich sag's Ihnen. Die Menschen kommen auf die Straße und zeigen uns ihre Eier. Es ist herrlich hier. Frau Schneider, also das sind 2 wunderschöne Eier, die Sie hier haben. Dürft ihr die mal anfassen? Ja, das ist ruhig. Sind noch warm, Ihre Eier, ne? Nicht gekocht. Vielen Dank. Er muss heute 100 Eier sammeln und die in Hühnerfeld verteilen. Dann kriegt er von uns 500 Euro. Da haben Sie ihm ein gutes Stück bei geholfen. Bei so hübschen Jungs wie ihr sind, da muss man ja, wie heißt es, freundlich sein. Flirten Sie gerade mit uns? Frau Schneider. Das müsste meine Zwillinge sehen. Da gehen die sich auch drüber. Das ist das Mädchen. 19 Jahre alt. Mädchen. Mädchen. 19 Jahre. 19 Jahre. Wir kommen dann gleich noch mal vorbei. Da hinten in dem Haus, da im Dorf, wo die Insel ist, wo man dann Richtung Hasborn fährt, Richtung Scheuern, Steinbach. Und da in dem Haus wohnen die. Und die kann mit Eier auch umgehen? Die können mit Eier umgehen. Super, da fahren wir doch gleich mal hin. Das Ziel ist erreicht, jetzt müssen wir nur noch die Eier verteilen. Und ich glaube, er ist schon gut dabei, so circa 20 hat er schon los. Bleiben noch knapp 80, 85 Eier über. Aber wenn man sich das hier so anguckt, kriegt er die auch wirklich los heute noch. Chef, die Kohle ist weg. Es ist vollbracht. Der Alex hat sich schon wieder aus seinem Kostüm geschlichen. Ich weiß nicht, ob ich da nicht noch hart sein soll und sagen soll, er hat ja gar kein Kostüm mehr an. Tja, ich habe meine Arbeit erledigt, die Aufgabe mit Bravour bestanden. Und Sie haben tatsächlich 100 hart gekochte Eier erstmal eingesammelt und dann wieder verteilt. Und dafür gibt es 500 Euro von uns. Bitteschön. Und ich habe bewiesen, dass ich kein Weichei bin.